12 Minuten 57 Sekunden. So lange hat der Bögen Feuer auf der Teufelsbrücke widerstanden. Und jetzt pünktlich mit dem Böller eröffnen wir das tagtägliche. Es gibt also einen, ich würde sagen, einen guten Sommer. Ob es noch gelungen ist, Corona zu vertreiben, das werden wir dann sehen. Herzlich willkommen zum tagtäglich da an einem sehr speziellen Ort auf der Teufelsbrücke am 6. Lüten oder an der Bögenverbrennung. Und bei mir werden heute mehrere Gäste sein, wie die Andermatter Skilegende Bernhard Russi, der Comedian und Säufter Peter Pfändler und jetzt Regierungspräsidentin vom Kanton Zürich Silvia Steiner und Stadtpräsidentin von Zürich Corinne Mauch. Schön sind Sie da, es ist quasi ein Zürcher Polit-Spissentreffen auf der Teufelsbrücke. Ist jetzt eher Teufelsbrücke für so ein Treffen-Symbol oder ist es doch Harmonie und Freude zwischen Stadt und Kanton? Ich weiss nicht, Corinne Mauch. Ja, der Böck ist Symbol für das Treffen. Das verbindet uns heute. Also nur der Böck, sonst haben das heute nicht so auf der gleichen Bühne, oder was? Mal. Und sonst sind unsere Treffen auch nicht so kühl und kalt wie jetzt gerade, sondern wir verstehen uns eigentlich recht gut und sind auch sehr sachbezogen unterwegs. Alles nicht so spektakulär. Alle ein bisschen durch die Ohren. Man sieht jetzt, die Feuerwehr ist da auch ein bisschen am Löschen. Ich weiss gar nicht, ob es unten angefangen hat zu brennen. Der Luki Meier hat vorher gesagt, nein, das brennt nicht, das brennt schon gut. Aber es hat da einen rechten Wind, der gepfiffen hat. Ich hätte jetzt gerne so irgendwie von einer historischen Versöhnung zwischen Stadt und Kanton wieder reden. Aber das, es gibt ja immer wieder Differenzen, aber das braucht es eigentlich gar nicht. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man dann eben auch sachlich sich austauscht und letztendlich das Ziel hat, gemeinsam Lösungen zu finden. Und die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kanton funktioniert gut. Gibt es so Spitzentreffen eigentlich häufig? Ja, also mit der Gesamtregierung und dem Gesamtstadtrat haben wir unsere Austausch regelmässig und dann natürlich auch in den diversen Direktionen fachbezogen. Der Austausch besteht schon. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, immer total harmoniesüchtig unterwegs zu sein, sondern unsere Aufgabe ist eben dann, gute Lösungen zu erarbeiten. Und das macht man im Diskurs und in heftigen Diskussionen. Und am Schluss hat man gute Sachen auf dem Tisch, wo alle dahinterstehen können. Gori Mauch, Sie haben jetzt vorher gesagt, 60 Leute, das ist doch toll, dass man da kann sein, dass man das Feuer, wo man sogar, wenn man gut gespürt, die Wärme ein bisschen bis da hinkommt, gespürt. 60 Leute ist ja bei Ihnen nicht immer eine Liebesgeschichte gewesen, so am Anfang. Die hat sich jetzt so ein bisschen entwickelt. Ist es schon Liebe? Sie meinen mit mir? Ja, zwischen Ihnen und dem 60 Leute. Am Anfang ist es ja das erste 60 Leute, da haben Sie noch etwas anderes vorgehabt. Da ist ein riesen Aufschrei. Ja, ein riesen Aufschrei ist durch mindestens einen Teil von Zürich gegangen. Ist es jetzt Liebe? Ich bin jetzt jedes Mal, ausser einmal, als ich wegen einem Russlandaufenthalt nicht dabei sein konnte, bei den 60 Leuten dabei. Wobei eben, dieses Jahr ist ja recht eine andere Form, die stattfindet. Und das Spannende ist, es ist auch jedes Mal ganz anders. Es ist eine grosse Ehre, wenn man von einer Zauft als Ehrengast eingeladen wird. Ich war jetzt immer wieder bei anderen Zäuft. Man lernt auch so ein bisschen Kultur von diesen unterschiedlichen Zäuft kennen. Und das, was jetzt halt am meisten fehlt, ist wirklich der Umzug durch die Strasse, sind die Leute, sind die Blumen, die Leute, die Freude haben. Ja, und auch die Leute, ich habe vorhin gefragt, ob dann nachher da noch jemand einen Serval anbröteln, weil in Zürich wird ja dann auch noch Serval anbröteln. Und man hat mir dann gesagt, die von der Feuerwehr, die sowieso da wach machen müssen, die haben überlegt, ob sie dann noch einen Serval anbröteln. Also es könnte sein, dass man die ganze Tradition mitnimmt. Ist es bei Ihnen, Liebe, von Anfang an, von klein auf, Frau Steiner, oder sind Sie ein bisschen darin hineingewachsen? Nein, also ich komme nicht aus zäuftigen Verhältnissen, aber ich bin Stadtzürcherin, glaube ich, auch die einzige Stadtzürcherin in beiden Regierungen, die auch in Zürich geboren und aufgewachsen ist. Also ich bin sehr stadtbezogen. Der André, oder? Ah, der André auch noch, genau. Ja. Und von dem her gehört das 60 Leute natürlich zu der Stadt, aber auch zu mir als Stadtbürgerin. Und ich freue mich jedes Jahr auf diesen Anlass. Man hat das Gefühl, es ist ein bisschen gelungen, wenn es wirklich da kalt ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das fällt vielleicht nicht so auf, aber wenn Sie sehen, dass sich alle ein bisschen zusammenzieht, das ist wirklich ein eisig kalter Wind, der hier durchpfeift. Aber man hat doch das Gefühl, es ist ein bisschen gelungen, einen Hauch Freude und vielleicht auch Perspektive zu geben. Würden Sie das unterschreiben, Frau Mann? Ja, also es ist auf jeden Fall total spektakulär gewesen. Oi. Und jetzt wird gerade noch einmal zünden, noch mein Böller. Das ist jetzt offenbar zu unterstreichen noch drin, in dem Haufen.
in dieser schroffen Schlucht innen, der Böck so ein bisschen, fast ein bisschen verloren hat er mich gedunkt, wenn er dort gestanden ist und enorm im Wind ausgesetzt. Es ist sicher ein 6 Leute, die so in die Geschichte eingehen, weil so hat es noch nie stattfinden. Absolut. Wie würden Sie, Frau Steiner, im Kanton Zürich so ein bisschen, ja, die Stimmung, das Gefühl, die Gefühlslage der Zürcherinnen und Zürcher beschreiben? Ja, also ich glaube, man merkt jetzt, dass alle ein bisschen genug haben. Man will gerne raus, man will gerne, dass der Sommer kommt, dass man wieder am See kann flanieren kann. Ich glaube, das Bedürfnis ist jetzt schon da. Und wir haben ja letztes Jahr einen recht guten Sommer gehabt, auch ziemlich unbeschwert. Und ich glaube, dass jetzt der Böck so schnell abbrennt ist, das lässt uns ja hoffen. Dann wird es ein guter Sommer und wir können dann vielleicht das Virus ein bisschen vergessen. Aber immer noch gleich vorsichtig bleiben und halt jetzt einfach noch ein bisschen Geduld haben, bis die Impfungen so weit fortgeschritten sind, dass wir dann wieder langsam zum normalen Leben zurückkommen. Sie haben Stichwort gegeben, schnell verklopft, 12 Minuten 57, und wir schauen uns den Klapf nochmal an in Zeitlupe, Wesenböck, der Kopf vertätscht hat, der Böller im Hals, und dann ist es vorbei gewesen, nach 12 Minuten und 57 Sekunden. Jetzt prasselt ja immer wieder Kritik. In dieser Corona-Krise hat man es niemandem recht machen können. Das ist nicht gut, denn das ist nicht genug. Frau Mauch, wie würden Sie sagen, wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Situation? Aber heute gibt es wieder erste Lockerungen, man kann auch wieder ins Fitnesscenter, die Terrassen gehen auf. Ist das etwas, was Sie sagen als Zürcher Stadtpräsidentin, endlich, oder ist vielleicht ein bisschen zu früh? Beides, würde ich sagen. Also erstens merkt man natürlich wirklich, und man merkt es ja auch selber, die Leute sind wirklich Corona-müde und es hängt einfach langsam an. Das ist auch total verständlich. Also es ist anspruchsvoll, sich auch immer wieder zu motivieren und ja, und halt auch die Notwendigkeit einzusehen, gleichzeitig was positiv ist. Man hat eigentlich befürchtet, dass die Zahlen rascher steigen. Ich hoffe natürlich schon sehr, dass mit den Lockerungsschritten, die jetzt beschlossen worden sind, dass uns nicht wieder das passiert, was im Herbst passiert ist, dass es recht außer Kontrolle geraten ist. Das Wichtige ist, glaube ich, wirklich, ja, jetzt auf den Frühling, Sommer her, dass wir auch jetzt das wieder geniessen können, mal auf einer Terrasse miteinander einen Kaffee trinken, dass wir aber trotzdem immer noch weiterhin vorsichtig sind. Und ganz wichtig ist natürlich, dass die Impfkampagne, dass die wirklich jetzt schnell voranschreiten kann. Einverstanden, Silvia Steiner, ist das ein gutes Signal, so ein Signal, endlich, man kann wieder ein bisschen mindestens geordnet raus, oder ist es vielleicht ein Signal, das auch Übermut provozieren könnte? Ja, ich glaube, die Gefahr ist tatsächlich da, aber ich glaube, der Bundesrat hat ganz bewusst den Menschen auch wieder einmal zeigen, dass es Hoffnung gibt, dass man eben tatsächlich wieder auf der Terrasse zusammen sein kann. Ich glaube, dass wir wirklich sehr viel erreicht haben, trotz ganz schwieriger Situationen in diesem Jahr. Also ich bin übrigens sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die Schulen seit dem letzten Mai jetzt immer offen zu halten. Ich glaube, die jungen Leute, denen ist sehr viel abverlangt worden. Und die Schulen, die Lehrpersonen, die Schulleitungen, das ganze Schulfeld hat alles daran gesetzt, dass man die Normalität für die Schulkinder kann aufrechterhalten kann. Und ich glaube, auf das darf man auch mal ein bisschen stolz sein, auch wenn man immer ein bisschen kritisch geschaut hat. Ich glaube, wir müssen kritisch bleiben, das ist ja so, aber wir dürfen auch optimistisch sein. Und trotzdem, so, das Wichtigste ist ja, möglichst schnell zu impfen. Wie zufrieden sind Sie da mit dem Kanton, Frau Mauch? Wir sind ja eigentlich, der Kanton Zürich ein Schneckenkanton, wenn man eben so sagt. Ja, jetzt hat ja gerade Nathalie Rickli bekannt gegeben, dass wirklich da Tempo zugelegt wird und dass man da wirklich vorwärts kommt. Ich glaube, man muss wirklich einfach dranbleiben. Also ich höre jetzt da indirekte Kritik nur raus. Sie umschiffen es elegant. Ja, es ist ja, also ich meine, auch der Kanton Zürich kann ja nicht mehr verimpfen, als Impfstoff vorhanden ist. Und dort ist er abhängig vom Bund. Genau. Also es ist eine grosse Abhängigkeit. Der Bund sagt, Kantone müssen schneller machen. Kantone sagen, der Bund muss. Es ist ein bisschen das Schwarz-Peter-Spiel. Wann sind wir zu Zürich geimpft, die wollen? Also wir können impfen. Wir haben sehr gute Impfkonzepte. Wir haben die Impfzentren. Das sollte eigentlich alles laufen. Wir könnten bis zu 80'000 Impfdosen pro Woche, glaube ich, relativ gut verimpfen. Man wäre vorbereitet. Jetzt warten wir halt auf die Impfdosen. Und das ist ein bisschen... Ich glaube nicht, dass man das Schwarz-Peter-Spiel machen muss. Das ist jetzt einfach die Problematik, in der wir drin sind. Vielleicht auch ein bisschen
abhängig von der grossen Ungeduld, dass wir endlich alle durchgeimpft sind und vielleicht auch von der Freude im Hinblick auf den Sommer, dann vielleicht geimpft wieder können in die Ferien zu gehen. Ich glaube, es braucht jetzt einfach Geduld und wenn es halt ganz dumm läuft, dann sind wir vielleicht erst im August alle geimpft oder die geimpft, die wollen geimpft sein und nicht schon im Juni, wie die optimistischeren Leute sagen. 16 Leute ist ja auch ein Frühlingsfest. Viel Vorfreude auf den Sommer. Wir haben es immer wieder rausgehört, die Sehnsucht nach einem Stück Normalität. Wie wünscht sich die Stadtpräsidentin den Sommer 2021 in Zürich? Ich wünsche mir, dass die Lockerungsschritte, die der Bundesrat jetzt beschlossen hat, dass wir die vorsichtig, mit Bedacht geniessen, aber dass wir sie geniessen, dass wir aber trotzdem die Vorsicht nicht verlieren, dass wir auch so nicht in eine stärkere dritte Welle hineinlaufen und dass mit dem Impffortschritt die Freiheiten Schritt für Schritt wieder zurückkommen können. Und ich glaube, nach so einer Zeit tut man ja auch ja, Sachen, die vielleicht früher oder vorher vor der Pandemie einfach selbstverständlich gewesen sind, noch einmal mehr geniessen. Und das finde ich einen guten Effekt, dass man bewusster wahrnimmt, was für Möglichkeiten und was für Freiheiten als wir haben. Mehr geniessen, das, was man geniessen kann. Danke vielmals, dass Sie hier in der Kälte mit mir zusammen zittert und gefroren haben. Frau Stadtpräsidentin Corinne Mauch, Frau Regierungspräsidentin Silvia Steiner, danke, sind Sie da gewesen beim spektakulären Böck, ja, wo wir alle das Leben lang nicht werden vergessen. Und wir machen einen fliegenden Wechsel. Danke vielmals. Danke vielmals. Da kommt der Bernhard Russi zu mir. Jetzt klopft es nicht mehr, Bernhard Russi, wie vorher. Jetzt hören wir uns auch wieder gut. Und dann auf der anderen Seite haben wir auch Unterhaltung noch da. Der Peter Pfändler, Zeufter bei Wittigen und Comedian. Bernhard Russi, durchheben in der Pandemie, hat der Böck auch da einen Lichtblick gebracht? Schwierige Frage, weil ich kenne die Traditionen nicht ganz genau. Ich weiß nicht, ob wir da im Durchschnitt sind oder nicht. Es war eher ein Schneller. 1257 kann man sagen, eher ein Schneller. Ja, also dann hat er sich widersetzt und hat sich nicht lumpen lassen. Peter Pfändler, die Atmosphäre, die Szenerie da, ist wirklich gewaltig, ja, sehr speziell gewesen. Hast du eher Freude oder ist es eher die Wehmut heute? Also ich bin wirklich emotional sehr berührt, weil die ganze Brücke, die Geschichte von der Brücke, die es da war, in der Helvetischen Republik, ist ja genau die Zeit, wo die Zauft Wittigen, wo ich zauftig bin, ja darstellt. Und wenn ich mir so überlege, was man da auf dieser Brücke oben gemacht hat, was da passiert ist und die Naturgewalt da drin, also das ist unglaublich. Plus der Böck, wo in dem Loch innen da unglaublich knallt in hat. In dem also Loch, der Bernhard Russi schmutzelt. Ja, ich kann es nicht anders erklären. Das ist ein Zürner Loch. Das ist Zürner Loch. Das ist nicht nur die Schöne Brücke. Das ist Zürner Loch. Nein, das hat ja unglaublich knallt da drinnen. Also von dem her grossartig. Was ist das für dich, das Urner Loch? Ist das für dich Heimat? Es ist Heimat, ja. Also, Zürner Loch bedeutet, dass man, Zürschental ist ja das Quertal gegenüber dem ganzen Kanton Uri. Und es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Verbindung da ist. Es ist ja nicht immer da gewesen. Früher hat man halt Ost-West müssen. Aber immer wenn man durch Zürner Loch durchgeht, geht man nicht fremd. Man geht natürlich weg und kommt dann auch wieder heim durch Zürner Loch. Das ist das eine. Dann aber auf der anderen Seite ist man sich als Andermatter oder auch als Urner schon bewusst, was da für Naturgewalten rum sind. Ich meine, wenn man abschaut und sieht, was der Reuss da in Millionen Jahren angebracht hat, was für eine Schlucht das angebracht hat, ist sehr beeindruckend. Und ich glaube, die Einheimischen sind von dem ein bisschen geprägt. Wie meinst du, spürst du das, die Demut, oder? Demut? Ich weiß nicht, ob es Demut ist, aber auf der einen Seite eine gewisse Härte, ein gewisses Verständnis für Sachen, die man eigentlich nicht verstehen, weil wir verstehen die Natur immer noch nicht hundertprozentig richtig. Wir sind ja umgeben von Naturgewalten, jetzt gerade hier oben, von Lawinen, von Steinschlägen, von Überschwemmungen und so. Und wenn man dann so etwas sieht, glaube ich, dann ist es normal, dass man es akzeptiert. Peter Pfändler, aber etwas fehlt da. Tross? Ich habe jetzt gerade, wo der Bernhard gesagt hat, mit was man da gemacht hat, habe ich tatsächlich an Ross gedacht. Bei uns in der Zoft ist ja die grosse Gotthardkutsche. Wenn ich mir überlege, wenn die da raufgekommen sind, das sind
die sind jetzt also noch verrückter gewesen als ihr auf der Ski, die euch da die Hölle abstürzt. Also Kutsche kommt immer noch drauf. Nein, gell? Aber das ist unglaublich, oder? Jetzt, ja, ich habe vorher spasseshalber gesagt, sehr wahrscheinlich ist für viele Reiter zum ersten Mal komplett relaxed zu schauen und nur den Bögen geniessen gewesen, weil wenn man am Reiten ist um den Bögen, dann muss man schon ein bisschen den Kopf bei der Sache haben. Es ist ja nicht einfach so, dass es dann einfach automatisch geht. Aber also, es fehlt irgendwie schon. Ich sehe, es ist wie bei der Reiterrat, jeder seine Position. Ich habe gehört, du müsstest hinter das Tischli sitzen. Nicht, dass wir da noch sagen, wir haben zu wenig Abstand ich wegen Corona. Ich höre es dann eben fast nicht. Weißt, ich rede, Leute. Also, das Reiten ist vor allem ein Stress. Jetzt ist es entspannt gewesen. Was machen denn jetzt Zäufter daheim? Wir haben es vorher schon ein bisschen gesehen vom obersten Zürcher Zäufter, der gesagt hat, die sitzen jetzt in Gruppen, die erlaubt sind, trinken etwas, essen miteinander. Ich weiss von Freunden, die einen Zoom-Call haben. Wie viele das die mittlerweile sind, weiss ich nicht. Die werden am Fernsehen schauen sein, die werden uns zuschauen, die werden sich virtuell zuprosten und sich ein schönes Sechseläuten wünschen. Und sehr wahrscheinlich wird der eine oder der andere vielleicht noch irgendjemand eine Bratwurst essen, wenn es geht, wenn es sich halt so gehört. Sicher aber, mit der Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit wird es morgen Morgen weniger Männer geben, die arbeiten gehen, die keinen Kopfweh haben, als sonst amigs nach dem Sechseläuten. Bernhard Russi, du warst mal dabei an einem Sechseläuten. Ja, ich war dabei. Ich weiss nicht, wie lange es her ist. Aber in der Erinnerung ist es immer noch sehr, sehr präsent. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo der Kanton Uri Gastkanton war. Zauf zur Waage bist du gewesen. Das ist unsere Götti-Zauf. Ja, also, genau. Es passt. Also das lebende Zumpflexikon. Und ich meine, auch ich habe dort vielleicht auch so ein gewisses Vorurteil gehabt. Ja, ja, gut, das sexy Leute. Aber ich muss sagen, ich war sehr schwer beeindruckt gewesen. Von sehr vielen Sachen. Es ist eine Erinnerung, die bleibt. Eine Erinnerung, die bleibt, ist sicher auch der Böge in dieser sehr spezielle Zeit, wo wir sind, wo man vieles nicht kann, wo man gerne würde machen. Wie war sie für dich? Neue Situation, neues Verhalten. Es nützt nichts insgesamt, wenn man sagt, oh, wie wäre es, wenn. Jetzt ist es halt einfach nicht so. Oder? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Die permanent nur immer stehen bleiben, das ist aber eine Lebensphilosophie, finde ich. Die nur immer stehen bleiben und sagen, ja, jetzt ist es halt einfach anders. Und also, das da, das ist enorm beeindruckend. Es ist auch beeindruckend, dass man es überhaupt angebracht hat, das Miteinander von Stadt Zürich und dem Gastkanton und dass man so etwas da durchführen darf, das finde ich bemerkenswert. Und ich finde das insgesamt eigentlich ein Gewinn für die Sache. Du hast gesagt, du bist beeindruckt. Das Wort beeindruckt, ich höre es immer wieder. Was beeindruckt denn dich daran? Also natürlich, man hat vieles da aufgestellt und man hat es machen, dass es überhaupt klappen kann. Ist klar, das ist das eine. Also der Böck selber, wie er aufgestellt worden ist und wie er auch funktioniert hat, das glaube ich schon ein bisschen Kunst, die da dahinter ist. Dann aber die Kombination von Tradition und Natur. Ich meine, Tradition, Sechseläuten, eine wahnsinnige Tradition und ich persönlich glaube, dass Tradition Wurzeln sind. Und wenn man weiterkommen will, wenn man sich in der Zukunft sich verbessern oder stärker werden oder vorwärts gehen, dann muss man wissen, von woher man kommt. Und dazu dienen Traditionen. Das, ich bin ein bisschen ein Traditionalist, muss ich sagen. Ich habe gerne die Geschichten. Die Geschichte um den Teufel und um die Teufelsbrücke und eben auch um den Böck und so. Ich höre es ein bisschen raus. Hat das auch mit Wurzeln zugehört? Während Corona bist du hast irgendwo da oben eine Hütte, die du vom Kanton Uri überkommen hast, als Olympiasieger damals, wo du während dieser Corona-Zeit angegangen bist. Ist das auch ein Zurück zu den Wurzeln gewesen, oder einfach? Also ein kleines Detail, dass nicht falsche Informationen rausgehen. Ich habe es von der Korporation das Land bekommen, aber nicht Hütte. Die Hütte hast du selbst gut. Aber genau, oder ein bisschen mehr als vor einem Jahr. Und das ist vielleicht etwas gewesen. Ja, das darf ich jetzt offen sagen, es war nicht so sauber, was ich da gemacht habe. Man hat gehört, dass der Kanton Uri zugehen für die 65-Jährigen. Da habe ich meiner Frau gesagt, weißt du was, wir packen den Rucksack und sind 3 Wochen in die Hütte gegangen. Wir waren also muttersehen allein in den Bergen. Hat es nicht Strom? Braucht keinen Strom.
gut. Nein, wir brauchen doch Licht haben wir mit Solar, ja. Aber sonst brauchen wir nichts. Wir haben alles oben gehabt. Und dann rauf und ausgeharrt. Und eine von der schönsten Zeiten erlebt. Also schöne Zweisamkeit. Ja, ist ein bisschen egoistisch ausgedrückt, selbstverständlich, weil nicht alle können das machen, nicht alle sind gesund und nicht alle haben Möglichkeiten. Wir sind dann jeden Tag auf eine Skitour gegangen. Blauer Himmel, Sonnenschein, Pulverschnee, also was will man mehr? Übrigens jetzt genau gleich, ich war gestern auch. Wunderbar. Hat es für dich auch so einen positiven Moment gegeben? Bernhard Russi hat vorhin gesagt, es war die schönste Zeit in dieser Hütte oben. Hat es das für dich in dieser was? In der Hütte oben, die schönste ja. Zeit, sagt das. Hat es für dich auch so in dieser Corona-Krise, die bis jetzt gerade so einen Moment gegeben, jetzt ausser da heute, wo du sagst, doch, das ist etwas, das ich nicht missen will. Gut, ich habe nicht eine Hütte. Ich wohne in einer. Ich habe vorher Haus in Leutenegger, oder? Der Unterschied, verstehst du? Er geht in eine Hütte, ich habe eine Villa, kein Canadia. Aber es war rein familiär bei mir eigentlich so. Das ganz intensive Zusammensein mit meinen kleinen Kindern, wo man so sehr wahrscheinlich als Vater nicht immer machen kann. Das war für mich etwa schon das Wichtigste, das ich hatte. Und insgesamt so bei uns dort, wo wir wohnen, wie die Menschen miteinander umgegangen sind, das war noch bemerkenswert gewesen. Also die Solidarität? Ja, im weitesten Sinn. Aber gewisse Leute, auch, die sich in eine ganz andere Seite entwickelt haben, wo du Krisen, das gibt es ja immer wieder, aber es gibt auch immer wieder Menschen, die so oder sich so entwickeln. Und das können eins zu eins mitverfolgen. Das war schon noch spannend gewesen auch. 12.57 ist der Böck gegangen. Es gibt einen guten Sommer. Was wünschst du dir persönlich für den Sommer? Also, ich wünsche mir, dass ich nach einem Jahr nicht auf die Bühne gehen konnte. Im Herbst tatsächlich kann mit der Tournee von meinem neuen Programm anfangen. Ich wünsche mir weiterhin spannende Momente, so wie jetzt, wo ich kann, neben dem Bernhard Russi stehe. Stell dir mal vor, ich als kleiner Bub bin bewundert, jetzt stehe ich da. Das sind so Momente. Und dann wünsche ich mir natürlich schon, dass es einfach irgendwie endlich wieder mal ein bisschen normaler wird. Wie das die Normalität immer wieder das aussieht. Wissen wir, das wissen ja. Wir alle nicht, Bernhard Russi. Was willst du endlich wieder machen in diesem Sommer? Wie? Was willst du endlich wieder machen in diesem Sommer? Also ich habe nicht wahnsinnig grosse Ansprüche. Ich will einfach nur einmal zurückkommen zur schönsten Zeit, die ich hatte. Das muss man schon ein bisschen relativieren. Ja, ja. Und es ist ein bisschen egoistisch gesagt. Oder? Also, selbst in dieser schönen Zeit ist man sich bewusst, was draussen für das Leid auch herrschen tut. Und ich persönlich wünsche mir, dass all die Generationen, die der wirtschaftliche Kampf, den wir ja nicht mehr haben, jetzt voll drin sind, dass es denen auch ein bisschen lockerer geht, dass gewisse Sachen wieder einfacher sind. Also. Obwohl ich bin mir bewusst und ich glaube, es wird schon nie mehr ganz genau gleich sein, wie es eigentlich war. Also du glaubst, eine Zäsur, die irgendwo ein Stück zurücklässt? Ja, es wird sich sehr vieles verändern. Sehr vieles wird angepasst werden müssen oder auch wollen, weil man gemerkt hat, man kann es anders auch machen oder anders geht es vielleicht sogar besser. Danke vielmals, Bernhard Russi, Peter Pfändler, schön, sind ihr da gewesen. Beim Böck am 6. Leute oder an der Böckverbrennung 2021 in die Hei. Danke ich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend und weiter ein schönes 6. Leute. Ade miteinander.